Ja, mein Name ist Gudrun Schander, ich bin die Schulsozialarbeiterin am Diestervik-Gymnasium. Hallo, ich heiße Fatma Nurtasch, ich gehe in die Gustav-Heinkel-Grundschule und ich bin 11. Hallo, ich bin Armand, ich gehe in die Gustav-Heinkel-Grundschule und ich bin 10 Jahre alt. Ja, ich bin Herr Hassan Tasch, ich bin 50 Jahre alt. Hallo, ich bin Yusuf, ich bin 17 Jahre alt und besuche das Diestervik-Gymnasium. Ich bemühe mich, indem ich zu Hause darauf achte, meinen Müll gerecht zu trennen. Indem ich Obst und Gemüse lose kaufe. Ich versuche, also zum Beispiel eine Brotbox mitzunehmen und ich bringe immer eine eigene Flasche mit. Indem ich die nächste Mülltonne aufsuche und bis dahin meinen Müll in der Hand behalte. Mache ich genauso. Also wenn ich einkaufen gehe, versuche ich immer nicht Plastiktüten, sondern immer Stofftüten zu nehmen. Bei uns ist es, sagen wir so, nicht so viel verpackt, weil es viele Kartonsachen, sagen wir so. Und deswegen haben wir nicht so viel. So wie sortieren ja in unserem Müll. Also ich habe mein Brot immer in einer Brotbox. In einer Brotbox? Also ich bin jetzt ehrlich, ich verpacke in einer Plastiktüte, weil es für mich praktischer ist, als eine Brotbox reinzulegen. Also ich lege immer mein Brot in meine Brotbox rein. Also oft würde ich das nicht nennen, vielleicht alle 2-3 Tage und das in den Pausen. In der Woche nicht so sehr. Weil man, wenn man draußen ist, kriegt man ja meistens Verpackungen mit oder halt Getränke. Kommt drauf an, ob ich auf der Arbeit bin oder nicht. Ich esse schon oft Fastfood. Also ich esse meistens zu Hause. Zum Beispiel, die packen einen Burger und da machen die immer so viele Verpackungen und so. Und das machen sie umsonst, weil dann schmeißt man das wieder weg. Nicht viel. Das sowieso bei uns alle Flaschen sind mit Pfand. Versuche auch zu recyceln. Also immer das, was man recyceln kann, mit dem Logo in die Recyclingtonne reinzuwerfen. Natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, achte ich halt zu Hause darauf. Ja, ich recycle Batterien. Kunststoff vermeiden und eher Sachen benutzen, die man länger benutzen kann. In der Schule kann man darauf achten, dass man in den Klassenräumen 3 Mülltonnen hat. Wie gesagt, wir wollen eine plastikfreie Schule. Die sollen bitte einen eigenen Teller und Besteck mitbringen. Oder wir haben Gläser gekauft, die wir verwenden. Und wir erklären auch nochmal, bitte trinkt nur Wasser und bringt euer Brot in einer Brotbox mit. Dann haben wir noch in der Kantine durchgesetzt, dass jetzt kein Eistee mehr verkauft wird. Keine Cola und keine Fanta. Aber grundsätzlich sind die Schüler hier sehr empfänglich. Es gibt so viele Dinge, die aus Plastik bestehen und also ich kann es jetzt auch sagen, fast unsere Umwelt ist voller Plastik und so. Und wir versuchen auch weniger Plastik zu benutzen. Zum Beispiel ich benutze keine Plastikflasche, sondern eine Glasflasche, weil es gesünder ist. Also ich bin mal jetzt ehrlich, in unserer Schule im Mensa gibt es Plastikbecher und die finde ich nicht so cool, weil es Plastik ist. Weniger so verpackte Sachen kaufen und muss man, wenn man einkaufen geht, nicht so viel Plastiktüte möchte oder kaufen. Mir sehr wichtig, man muss auf die Umwelt achten und das nicht nur für uns, sondern auch für die nächsten Generationen. Und auch auf das, was wir machen, achten. So sei es viele Plastik verbraucht und das muss man ein bisschen aufpassen. Weil es viel Plastik sind, alles im Lande, im Meer. Es schadet unsere Meerestiere, weil die essen ja das Plastik und dann sterben sie ja. Ist auch nicht für die Tiere, ist auch schädlich für uns, weil wenn die Tiere, also die Fische es auch essen, dann kommt es direkt auch zu uns. Das für unsere Zukunft, ist für unsere Kinder wichtig.